Schauen wir uns mal kurz um. Komplett leer. Okay, der Typ hat gerade gesagt, er ist extra nach München gekommen, deswegen. Das wäre leid, wenn der Raid nicht mal zustande kommen würde, weil nicht genug Leute kommen. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Da ist auch der Kollege. Hier findet ein Mewtwo EX Raid statt. Sieht ziemlich leer aus. Bist du der Einzige hier? Bis jetzt, ja. Bis jetzt. Ich habe gestern einen gefunden. Ich habe alle Gruppen durchsucht. Ich habe eine andere Person noch gefunden. Servus. Servus. Ja, schaut nicht Bart besonders wieder am Start, aus. Oder was? Ha? Bart wieder am Start. Bart? Dein Bart ist so, wieder am Start. Ach so, ja, ja. Ja. Ich muss nur kurz, kannst du einsetzen? Ja. Jemand versucht, ich habe ein Viech drin, aber... Okay. Ich setze mich rein für ihn. Mit goldener Himbeere. So. Aber ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl füttern. Ja, ja. Dieser Steger Neger ist bestimmt... Ich weiß nicht, wirklich. Servus. Servus. Ja, ja, YouTube. Also ja, ich leider nicht. Sehr schön. Warst du angekündigt in irgendeiner Gruppe, oder? Nein. Okay, gut, weil... Nicht so viele bisher sich gefunden haben dafür. So. Also Minimum 7 Leute, hast du gemeint. Der ist selber nicht dabei. 6. Also... Schauen wir mal. Ich bin diesmal besser ausgestattet als beim letzten Mal. So. Ich bin 33, was seid ihr? Also, wie gesagt, ich mache nicht mit, aber ich bin 3x auf 40. Auf jeden Fall, ich komme gerade von Parsing. Da war auch ein EX-Raid. Da habe ich auch kurz zugeschaut und vorbeigeschaut. Da war eine Kollegin, Shiny Sonja aus Leim. Der hat mit dem zweiten Account einen 98er gefangen. Das war schon krass. Schauen wir mal, wie viel Glück der Kollege Riad hat. Falls überhaupt genug Leute zusammenkommen. Für hier, für diesen Raid hat sich echt keiner gemeldet. In keiner einzigen Gruppe. Wie gesagt, ich habe gestern irgendwo in irgendeiner random Gruppe einen gefunden. Okay, der Typ hat gerade gesagt, er ist extra nach München gekommen, deswegen. Das wäre leid, wenn der Raid nicht mal zustande kommen würde, weil nicht genug Leute kommen. Aber mal schauen. Und du, Tor, waren nur drei, oder wie? Ja. Wo hast du das denn gehört? Eine, die dabei war, Aurika, die wohnt bei mir in der Ecke. Okay. Kennst du die? Ist auch Level 40. Team. Farbe? Rot. Nee, kenne ich leider nicht. Aurika Rio heißt sie, beziehungsweise Akiroa Rio. Also okay, nein. So. Schauen wir uns mal kurz um. Komplett leer. Der Kollege leidet. Es ist 8 vor. Ich war eine Stunde davor in Parsing. Also eine Stunde bevor der EX-Raid kam. Und es war voll. Also nicht voll, aber ihr wisst schon, da waren schon Leute. Die Arena wurde verteidigt, angegriffen. Hier ist 8 Minuten davor kein Mensch außer die zwei. Arena wurde nicht mal verteidigt. Der Kollege Riad ist gekommen und hat sie übernommen, gelb gemacht. Jetzt wird sie ein bisschen angegriffen von dem Spoofer, aber das war's. Sieht schlecht aus. Sieht echt sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, was Niantic sich dabei gedacht hat. So, immer noch keiner da. Schauen wir mal. Eine Minute noch, ein alter Mann ist gekommen. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Der andere Kollege auch nicht so gut. Und ihr wisst, Riad eh nicht so gut. Ich weiß nicht. Wir hoffen noch auf ein, zwei Spoofer. Also 2-3 eher. Aber echt schade. Letzte Minute. Wenn jetzt eigentlich keiner mehr auftaucht, dann sehe ich schwarz. Vielleicht einer, der Verspätung hat durch U-Bahn und so. Aber normalerweise kommt man schon pünktlich für sowas. Mein Gott, keine Tränke, keine Zeit. Es sind jetzt auch überraschenderweise ein paar gekommen, also jetzt sind die... Aber Hong, schau, ich bin mittlerweile besser ausgestattet. Ich habe nämlich zwei, die ich beim letzten Mal noch nicht hatte, nämlich mein erstes Mewtwo und noch ein Desportal mit Bisknischer. Okay. Jetzt sind 6 Leute. Kommt da noch einer angerannt? Nee. Könnt ihr ein bisschen noch warten, falls einer Verspätung hat, aber... Okay. Aber
keine Rücksicht auf die anderen. Die sind, gehen einfach rein. Ja, wir versuchen es jetzt mal. Ja. Sechs Leute sind wir jetzt drin. Bist du schon drin? Noch nicht. Da sind wir sieben. Also eins Buffer. Wie viele seid ihr? Sieben Leute. Also ja. Eins Buffer, oder? Zwei. Jetzt sind es acht. Ja, dann zwei Buffer. Also passt mein Team U2 Hong, schaust du mal? Ja, warte. Ja, passt schon so, Mann. Warte, wo ist es denn? Hier. Zweimal Despotar mit der hier hat Steinkante, der hat bis Knirscher. Ja, ihr seid acht Leute, das schafft ihr schon. U2. Das ja. Macht ihr schon. Mann. Aber es ist gut, dass ich die Arena noch gelb gemacht habe. Und draufhalten. So. Viel Glück an die Leute. Ich habe jetzt gar nicht aufs Wetter geschaut. Bedeckt immer noch, oder? Ja. Bedeckt ist. Kampf, Kampf, Weh und Gift, glaube ich. Ja, also irrelevant. Scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Attacke der hat. Ich bin schon beim zweiten. Jetzt seid ihr nur noch sieben, oder wie? Einer fehlt. Einer ist rausgeflogen. Alter, der zerstört, die hat der Fokusstoß, oder? Ja, Fokusstoß, ciao. Ja, gegen Despotar. Ja, wir sind sieben Leute, einer ist echt geflogen. So ein krasser Kontrast zu Parsing gerade eben. Parsing waren drei Gruppen sogar. Nach jeder Farbe. Und hier versuchen die es gerade mal so mit Mühe und Not, den zu schaffen. Aber die Fackel ist geil im Hintergrund. Ja. Hong, du kannst ja ein paar Worte richten, auf welchem easy. Platz wir uns befinden. Naja, nicht easy, jetzt kämpfe ich mit Lugia. Du bist, hast doch Geschichte studiert, Mann. Ja, aber du bist, das ist dein Channel. Schauen wir mal, welche Belohnungen es gibt. Ja, Mann. 10 Bären. Vorteilen, drei Sonderbonbons, direkt für dein Mewtwo dann. Ach ne, jetzt filmst du mich beim Werfen, da bin ich nervös. So, schauen wir mal, wie stark das ist. 2275 ist 100, ne? Ja. Eine Kollegin hatte heute gerade 227. 13 Bälle. Nicht schlecht. Mehr kann man nicht haben, wenn man nicht Ding ist. Ja. Meine Lieblingszahl. Aber der ist nicht so gut. Ich weiß nicht mehr, wie viel mein Erster hatte, aber... Weiß da kann ich, da versuche ich ein paar mit Sananabär, ich habe ja 13. Mutig, mutig. Ja gut, ich habe ja schon einen. Ist es Mut oder Arroganz? Wir werden es sehen. Wenn du filmst, werfe ich immer schlecht, Mann. Warte, jetzt hab ich. Ja, da wirst du richtig schlecht, Mann. Ich gehe auf die andere Seite. Damit ich deinen Wurfarm nicht blockiere. Großartig, naja, immerhin. Großartig ist nicht das Beste, oder? Einfach fabelhaft, einfach fabelhaft, ja. Also ich würde sagen, ich versuche mindestens viermal mit... Ja? Glückwunsch! Danke. Den musst du kriegen. Ich bin dabei. 2-2-2, das ist meine Zahl. Mann! Mach mal deinen Move. Wieder großartig. Nicht gut. Der hat ihn leider nicht bekommen. Es tut mir leid. Was? Hast du schon alle? Ich hatte nur 8. Ein bisschen Geduld, ne? Großartig. Das sind nur großartige, was ist da los, Mann? Ja. Ich würde sagen, ab jetzt goldene Himbeere oder nochmal Sanana? Weiß nicht, Mann, du wirst nicht mal fabelhaft, was soll ich sagen? Eine noch. Dankeschön, das hat Spaß gemacht. Ja, ja, danke. Dann. Hat ihn bekommen? Ciao, danke dir auch. Hat ihn bekommen? Hast du ihn bekommen? Nein. Nicht? Ah. Okay. Schlechte Quote hier. Was ist das für ein Platz? Ciao. Haben die ihn bekommen? Nee. Auch nicht? Wie? Keiner hat ihn bekommen außer er bisher. Aber kein guter. Schlechter Wurf. Oh mein Gott. Was ist das für eine Quote hier? Easy drin. Easy. Ha! Mit Sanana. Hast du? Ja. Danke. Zeig mir diese 6. So, jetzt muss ich IV-Check machen gleich. Ja.
Machst du das bitte unterwegs? Wir müssen noch zum Klettern. Ja, jetzt. Alles klar. Also dann, danke Leute. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. So, wir müssen jetzt noch zum alten Nordfriedhof. Da ist ein Raid, den also ich machen will. Auf jeden Fall wieder nicht Angriff als Beste. Nicht Angriff 15, schade. Dann kommen wir am besten zum Nordfriedhof. Nordfriedhof. 153er fährt direkt hin. Vom okay. Bedeutungsplatz, muss ja, man nicht perfekt. Genau, ja, stimmt. So, das war's erstmal. Ich hatte eigentlich noch vor, was da dran zu hängen, aber das Video ist schon relativ lang. Und das, was ich dranhängen wollte, ist auch noch lang. Das wird wahrscheinlich danach kommen in einem anderen Video. Wahrscheinlich heute sogar noch. Aber Glückwunsch an den Kollegen Liat, sein zweites Mewtwo. Sogar mit gelber Berge gefangen. Ich bin stolz auf ihn. War echt leidend. Bis zur letzten Minute, sogar wo es angefangen hat, waren noch nicht alle da. Und ich dachte echt, und wir dachten echt, dass da nicht genug Leute zusammenkommen. Aber am Ende sind noch genug Leute zusammengekommen. Sogar ein, zwei Spoofer. Und dann haben sie es noch geschafft. Ich bin diese Woche auch ein bisschen triggern. Versuche jetzt auch mal endlich meine Einladung zu bekommen. Mal schauen. Aber gestern waren ja die ganzen Mewtwo Raids. Also schreibt unten in die Kommentare, ob ihr einen gefangen habt. Und wenn ja, wie gut war der? Ansonsten an alle anderen wünsche ich euch noch viel Glück, dass ihr auch einen bekommt. Und wie gesagt, schaut bei dem anderen Video noch vorbei, das ich heute wahrscheinlich hochladen werde. Teil 2 mit Liat. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.